Une autre grande personnalité qui inspire Volker Bisenbender depuis maintenant plus de 30 ans est le scientifique Albert Hofmann, découvreur du LSD, âgé aujourd'hui de 102 ans. En dehors de leurs discussions sur la science, qui sont un tout autre sujet, mentionnons simplement ici qu'ils se sont rencontrés grâce à un commun amour pour Mozart et Schubert. Voici ce que Volker Bisenbender écrivait dans son livre « Plaidoyer pour l'improvisation dans l'apprentissage instrumental ». Il est vrai qu'à première vue, l'art musical européen et l'improvisation semblent s'exclure l'un l'autre, voire s'opposer. Le fait est qu'il n'y a pas de sol plus stérile pour l'improvisation que notre scène musicale classique, mal à l'aise devant tout ce qui comporte une part de non-connu d'avance, d'inachevé, de hasard, valorisant presque exclusivement les grands maîtres. Es gibt ein Buch Furtwängler oder Karajan und das ist geschrieben worden von einem, so viel ich weiß, Paukisten der Berliner Philharmoniker, der noch mit Furtwängler musiziert hat und mit Karajan. Und der hat das also sehr sorgfältig irgendwie ausgearbeitet, wie Karajan derjenige war, der alles, der seine musikalische Energie bezogen hat aus dem, dass er alles bis zum letzten Tüpfelchen vorher sich überlegt hat, designt hat, das von seinen Musikern gefordert hat, während Furtwängler eigentlich immer einfach dieses Vertrauen gehabt hat, dass die Musik selber die Dinge zurechtrücken wird. Au XXe siècle, le plus grand défenseur de l'attitude improvisatrice dans l'interprétation des œuvres classiques a été le chef d'orchestre allemand Wilhelm Furtwängler. À propos de la tendance moderne à rechercher la perfection technique, non seulement dans les enregistrements mais même en concert, il écrit « L'excès de contrôle de la technique, c'est-à-dire la recherche d'une perfection technique constante dans tous les détails, qui finissent par ne plus ressembler en rien à ce que leur créateur avait imaginé en les concevant comme un tout, empêche l'esprit de faire le lien entre ces détails et l'ensemble. Bien qu'il existe généralement aujourd'hui une grande ouverture à l'idée d'improvisation, la plupart des écoles de musique, même celles qui se disent progressistes, traite encore l'improvisation comme une matière tout à fait à part, que ce soit dans l'apprentissage d'un instrument ou dans l'interprétation musicale. On ne la considère que comme une sorte de gadget, un procédé pour la création, et non comme une approche à part entière de la musique. Conscient du rôle qu'a joué sa propre formation musicale dans sa manière de jouer, Bisenbender a voulu formuler clairement certains principes pédagogiques qui l'ont aidé lui-même. Il les pratique donc régulièrement avec ses élèves. Verstehst du? Mach das mit Spaß und mit Lust und guck mal, was passiert. Wenn es dann unkontrolliert ist oder wenn es dann zu sehr nach deiner Meinung kratzt, dann kannst du ja immer noch was wieder ein bisschen kleiner werden. Aber erstmal lass mal die Energie raus, Mann. Komm. Aha. Aha. Ja, macht das mehr Spaß oder weniger Spaß? Mehr Spaß. Ja, bitte.
Ja, bist du Masochist oder was? Mach doch die Sachen, die... Lass den Klang raus, Mann! Dann machst du... Komm! Aha! Don't care so much at the moment where the ball, where it has to be. Just take your violin once like this, put it up, think a moment and play. With fire and pepper. You are a young man. You are in your most fiery age now. Right, how have we been with 15? Come! Cet extrait, qui date des années 1970, montre Volker Wiesenbender à l'époque où il avait décidé de jouer dans la rue. C'était une période de grands changements. Et Volker se demandait si, dans la musique classique, le changement devait venir de l'intérieur ou de la rencontre avec d'autres façons de jouer. Il affirme aujourd'hui encore qu'improviser dans la rue a eu une influence énorme sur sa façon de jouer par la suite. Yehudi Menuhin est mort à l'âge de 83 ans, quelques mois après ce concert donné en Allemagne avec l'orchestre Philharmonica Ungarica et Volker Wiesenbender en soliste. I know my father was very, very touched by Volker, very impressed with him as a person and as a musician. And he loved the way he could improvise and, you know, admired him a lot. He collaborated with Volker on various projects and I didn't know about the first prize that he'd won in improvisation, but that doesn't surprise me one bit. And he was always looking for a way of helping the people that he admired and liked. Oman. Günahkar gidişin son demi bilmem ne olacak yaman yar aman yar aman 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 aman
always and Grappelli and Falker and all these artists who improvise. I think he would have loved to have been really able to improvise. I think his improvisation, he did what he did brilliantly, but it didn't come, it came from wanting to do it, but it didn't, he didn't have it in his blood, you know? I don't think. Improvisation und spontanes Komponieren, das ist dasselbe. Also eine richtige Improvisation ist gleichzeitig eine Komposition, weil damit umschreibt sich auch der Kreativitätsimperativ des Jazz. Der steht an vorderster Front. Wenn man im Jazz etwas erreichen will, erstmal ohne Improvisation gibt es keinen Jazz. Ja, man darf ja nicht vergessen, klassische Musik kommt auch aus der Improvisation. Vor 200 Jahren, Bach, Mozart, Beethoven, die waren bekannt als Improvisatoren, und da war so eine kleine Spitze des Eisbergs, und das war Komposition. Und Beethoven, der war ein junger Wilder, als der nach Wien gekommen ist, und die Leute sind auf den ausgeflippt, weil der Improvisator war. Ja. Da hat er einen eigenen Club in Venedig. Ja.
Dort spielte er jeden Abend. Das kann unmöglich irgendein so ein dünkelhafter Betrieb gewesen sein. Bei ihm im Club, da gingen Marketenderinnen um und boten Essen an, während die vorne improvisiert haben. Also das ging zu wie in einem Bebop-Club am linken Seineufer in Paris. Ja. Er hat Musik studiert, das Ding, und hat eine unheimlich fantastische Karriere hingelegt mit der Gruppe Police und hat wahnsinnig schöne Sachen geschrieben. Ich habe mal Bearbeitungen gemacht für Jazz-Ensemble. Die klassischen Musiker sagen, ja klar, der hat es in der Klassik zunächst gebracht und darum wurde er Popmusiker. Ja. Das ist ein Riesenfehler. Sting hätte auch eine klassische Karriere in Angriff nehmen können, mit aller Garantie. Und viele von uns hätten das gekonnt, haben vorgezogen, sich gelegentlich zu entscheiden für eine freiere musikalische Tätigkeit mit Improvisation. Die Aufgabe ist heute dieselbe wie früher. Also soweit ich das beurteilen kann, ist diese Musik noch genauso wichtig für uns wie vor 50 oder vor 100 oder vor 200 Jahren. Und es muss Menschen geben, die das auch so sehen und die das so vermitteln. Aber ich glaube, da kann man viel Hoffnung, also viele wollen das heute. Viele sagen, klassische Musik ist unverzichtbar und was daraus gemacht wird, ist eine Riesensauerei. Also das ist eigentlich nur noch Schmieröl für eine riesengroße Industrie ist. Und da sind jetzt eigentlich viele Bestrebungen, dass zu ändern. Also viele, gerade junge Musiker, besinnen sich darauf, dass klassische Musik neu gegriffen werden muss, neu in neue Zusammenhänge gestellt werden muss. Also da sind so viele spannende Initiativen, neue Orchester, neue Interpretationsformen, dann die alte Musikszene, also die historische Musikszene hat sehr viel, die ist ja heutzutage fast populärer als Anne-Sophie Mutter und die offiziellen Dirigenten. Suivant l'exemple de Furtwängler, Biesenbender écrit: Ne faut-il pas voir dans l'improvisation la clé essentielle pour retrouver le contact avec l'inspiration qui traversait le compositeur lorsqu'il a créé et formalisé son œuvre? Alles ein bisschen zu präsent innerlich, also jetzt nicht wirklich so laut, präsent, irgendwie die man macht. Oft gibst du in diesen Linien kleine Akzente, die dann irgendwie, wo man denkt, oh, was passiert jetzt, aber eigentlich, weil so, diese Doppelgriffe und dann und wir sind beide sozusagen wie unter Drogen und dann so irgendwann später, kommt viel später, ist Christian, hier ist ganz lang passiert eigentlich gar nichts, außer es bleibt stehen. Ne? Selon Elisabeth Furtwängler, son mari, le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, a su définir ce qu'était l'interprétation et expliquer la différence entre fidélité à la partition et fidélité au sens de l'œuvre. D'après Elisabeth Furtwängler, on a fréquemment reproché à son mari de ne pas être fidèle à la partition qu'il dirigeait. Mais pour lui, diriger signifiait créer librement, respirer naturellement avec l'œuvre.
Ich meine, von Furtwängler und Yehudi weiß ich das, dass sie beide absolut denen entgegenkommen waren, dem, was neu kommt. Ich meine, das ist, muss auch wieder, es kann natürlich kein Beethoven kommen, das wissen wir alleine, ja, ja. Das wusste er auch. Ja, ja, ja. In dem Moment sind die meisten Menschen, die überhaupt für die Musik sind, befähigt, etwas zu entdecken. Ja. Das ist doch so, und dieses Entdecken wollen, ist bei Furtwängler natürlich sehr stark gewesen. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Das Glück, schöne Musik, das ja. Ist einfach beglückend. Ja. Man schwingt in einer anderen Ton, in einer anderen Welt. Die Tonwelt ist auch ein Teil von unserer Umgebung. Und da plötzlich ist man in einer anderen Welt.